Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Flizzy von Flair. Alle weiteren Informationen zu diesem Album und der Tracklist sowie natürlich auch die Links zum Album findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Flizzy von Flair, das Ganze im März 2018 erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Album aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das 14. Album von Flair, das Ganze über Maskulin erschienen. Ein Digipack haben wir hier auf dem Cover, keinerlei Beschriftung. Wir haben hier lediglich einen Verbraucherhinweis auf Englisch, also Parental Advisory Explicit Content. Dann das Cover in schwarz-weiß gehalten, Flair hier in einer fetten Jacke, in so einem Mantel. Seitlich beschriftet mit dem Albumtitel. Und auf der Rückseite haben wir einmal die Tracklist und auch eine Limitierung. Das sieht man recht selten bei CDs. Also wir haben hier tatsächlich das Ganze durchnummeriert auf 20.000 Stück. Und meine CD ist in diesem Fall die Nummer 8.838. So, wir haben hier die Premium Edition mit 17 Tracks. Features sind mit dabei von Rick Ross. Ja, also US-Feature. Farid Bang, Azad, Nemo, Shen, also ehemals Jihad, Jalil, Prinz P, Remo, Sinan G und nochmals Remo. Dann haben wir noch alle Instrumentals mit dabei, Infos, Barcode. Wir schauen rein. Also Digipack hier zum Aufklappen, das ist die Album-CD. Dann lesen wir hier noch Premium-Edition. In der Mitte das Booklet und rechts dann die Instrumentals. Wir schauen uns natürlich mal das Booklet an. Hier nochmals Flair in Großaufnahme, also komplett hier in schwarz-weiß das Digipack gehalten. Und das Booklet, das kommt mit Farbe. Also einmal hier Flair in grünem Anzug, Sportanzug oder Trainingsanzug. So, was haben wir hier? Wir haben hier Fotos und die einzelnen Songs mit den Infos über die Beteiligten. Weitere Tracks, weitere Bilder. Hier jetzt dieser grüne Anzug. Ja, also diese Optik zieht sich jetzt durch. Immer die Fotos mit den Tracks. Dann ein einzelnes Bild. Die gesamten Infos. Und Credits zum Album. Und nochmals der Flizzy-Schriftzug und der Verbraucherhinweis auf Englisch. Wunderbar. Packen wir wieder zurück. Einmal hier in die Mitte. Und kommen zu den beiden CDs. So, die Album-CD kommt hier in schwarz. Wir haben dann hier in der Mitte einfach den Flizzy-Schriftzug. Einmal, zweimal, dreimal hintereinander. Ansonsten wirklich hier komplett in diesem Schwarz. Und das gleiche Design hat man dann auch durchgezogen für die Instrumentals. Nur eben, wir sehen es hier, komplett in Weiß. Genau. Gut, das war's soweit. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Flair und auch mich unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.